Nicht Borderlands-Staaten. Und hat der Michi heute was gesagt, ob er auch mal reinkommt? Nee, glaub nicht. Aber er hat nichts gesagt. Wie hast du gemeint, dass er jetzt anders was gekauft hat? Naja, ich habe ihn halt hier beim Spiele betreten, ist sein Name jetzt dabei. Ah. Ja. Noch mal kurz. Okay. So, bin drin. Wo bin ich hier? Ja, schau dich das. Bis jetzt heute können wir eigentlich, also ich glaube, bei den Trauben können wir rein theoretisch backen. Das muss eigentlich nicht alles in die Lagercontainer gehen. Wir müssen irgendwie Ah, schauen, wie dass komme ich denn wir hier aus dem? Komme hier wieder raus? Ah, das sind Panik. mit Türen da. Ja, es sind zu viele Türen und keine Schilder. Ja, Schilder gibt es hier leider nicht. Oh, ich muss mir mal von außen einen Überblick verschaffen. Bist du schon drin? Ja, ich bin drin. Ich habe jetzt auch Eisen angeknüpft. Und jetzt mache ich gerade noch zwei weitere Eisen mir mit dran. Okay. Wollen wir die dann mit dem LKW herschaffen? Dann sparen wir uns einen Haufen Ressourcen. Schon gebaut. Achso. Also das ist schon alles. Also ich werde dann, oder also die Schmelz drin haben, werde ich vierte von den Eisen schmelzen. Ah. Dann wäre im Prinzip jetzt halt diese verstärkten Platten. Oh, du kommst übelst abgebrochen hier an. Wie? In der Stimme? Ja. Okay. Aber ich habe Grün da unten bei mir. Naja, komme ich bei dir normal an? Ja. Hm, vielleicht dein Auto aktivieren irgendwie zu unsensibel eingestellt? Oder der. Ja, vielleicht war auch das Mikrofon zu. Schauen Ja, wir mal. schauen Wenn es jetzt immer noch so ist, dann muss ich schon nochmal bei schauen. haben wir eigentlich schon Fabriken für das ganze Kupferzeugs? Dass wir auch die Kabel und die Drähte Leck mich herstellen? doch mal. Nee, haben wir noch nicht. Also wir haben Bisher nur das oder Eisen, oder? genau, das hätten wir auch noch oder müssten wir auch als nächstes machen. Ja. Und das Kupfer wird auch noch nicht. Also wir schmelzen es gerade mal, aber wir transportieren es auch noch nicht ab. Okay. Also wir haben noch nicht mal Container. Wir haben bisher nur vier Kupferschmelzen. Na, dann kann ich ja mal die Container bauen. Dann brauche ich das alles. Scheiß für die Container. Ne, wir fehlen Platten und Dinger. Irgendwie auch geil, wenn sie irgendwie Lampen hätten hier in dem Spiel. So für Beleuchtung. Ja, die an den Ja. Wänden, hast du manchmal welche, wo die Türen sind. Da sind Lampen Ja. dran, aber ansonsten hast du Ja, aber keine. so wirklich so Stimmt. Lampen. Nee, genau so, das gibt's nicht.
Weil den Hallen ist echt schon ziemlich duster. Ja, weil ich die jetzt so geschlossen habe, glaube ich noch. Was für was? Ja, Was mit den hast du? Containern. Warte mal, ich muss jetzt eh noch mal kommen, weil da habe ich für das Kupfer meinst du? Macht das im Prinzip spiegelverkehrt, genauso wie beim Eisen, weil da habe ich im Prinzip, weil da ging das eh über den Rand drüber und deswegen musste ich da so eine Verbindung, die zwei Hallen miteinander verbinden, ne? Und dann kannst du das da nämlich genauso hinbauen und das müsste dann passen. Hatte ich gerade vor. Ah, okay, ja, okay. Also quasi dann rechts daneben. Ja, genau, also genau. Aber das, ja. Ach, wie viele Container hatten wir denn da? Zwei. Ah, 2x2, genau. Achso, 2x2, ja, genau. Verstärkte. Haben wir da noch welche, oder? 97. Brauchen wir jetzt auch gerade welche. Was machst du? Wofür brauchst du Verstärkte? Ja, damit Ach so, für die die... Förderbänder auch noch. Genau. Ja. Naja, warte mal, dann hol du genau und dann machst du da erstmal, weil dann warte ich. Ich habe jetzt ja im Prinzip drei von fünf habe ich jetzt schon angeschlossen. Und dann mache ich das später weiter und dann baue ich jetzt hier erstmal die bei dem Eisen die eine Straße noch, die fehlt eh noch. Schmilzt da. Wie tue ich denn das? Hast du das auch neu gebaut hier? Oder baust du jetzt neu? Ach, du baust neue Schmelzen. Bald. Ja. Hast du einen Hund? Nee, das ist so draußen ein Hund. Ja, ich habe einen neuen Nachbar, der hat jetzt Hunde. Je. Ja. Kommt Leben in die Bude.
War letztens lustig, wo so Feuerwehrkrankenwagen kam. Ja, Hat halt das dann ist. angefangen zu jaulen. Ja. Da geht der Punk ab. Habe ich den da hinten lang gelegt. Ich habe das auf der anderen Seite gemacht. Okay. Okay, was brauche ich noch? Was sind Fusionatoren? Und die brauchen auch noch Förderband 1. Yay, der Plan geht alles. Ausgezeichnet. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ah, falsch. Zu teuer. Okay, egal. Fehlen hier noch die Förderbänder, das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, dass wir hinten, weil unsere Eisenbahnversorgung, die ist jetzt echt immens, dass wir hier hinten, wo wir in die Fabriken, in die zwei Reihen gehen, jeweils noch splitten können. Weil wo man die stocken und da haben wir mehrere Produktionen hinten dran. Und die kommen trotzdem nicht hinterher. Ja gut, weil jetzt die Kisten voll sind, deswegen. Ja, genau. Bauen wir mal hier hinten dann die Drahtdinger, oder? Genau. Genau. Soll ich da wieder, wollen wir da eins Platz lassen Du oder gehst gleich hier wieder. Anschluss? Oh, wie hast du das da jetzt gemacht? Vielleicht machen wir das nämlich so ähnlich, wollte ich es nämlich bei dem anderen dann auch machen. Meinst? Naja, hier, dass das hier durch die Wand geht, weil das da drüben, das sieht schon ganz schön heftig aus. Ja, das Dumme ist, die Wände gibt es ja nur eins und das wird dann ziemlich hoch. Müsste es halt zwei nebeneinander machen. Ja, du kannst ja drüber nochmal solche Wände Ja, machen. klar. Ja, Genau. aber wenn du nur eins drüber machst, dann baust du ewig hoch. Genau, nee, so Zweierding. So wie du es jetzt gemacht hast. Yeah, ich habe was richtig gemacht. Uhu. Ich bin nicht nutzlos. Ich glaube. Ich glaube, ich mache das anders. Mal kurz gucken, was wir alles brauchen, um
macht das anders. Okay, dann macht das anders. Hatten wir hier nicht irgendwo mal eine Werkstatt? Wir hatten ja hinten bei unserer Base im Prinzip. Ja, ich dachte, jetzt hätten wir hier auch mal eine hingebaut, damit wir nicht mehr Nee, laufen nee, müssen. nee, hier hat man keine, noch keiner. Gibt es eigentlich in dem Auto, im Spiel Autos, was du selber steuern kannst? Ja, diese Dinger kannst du auch selber steuern. Kannst dich hinten drauf stellen und die haben auch ein Lager hinten drinne. Und die kannst du selber steuern. Also so wie ein Factorio, das kleine Auto, damit du nicht mehr so weit laufen Genau. musst. Genau. Und die, aber anscheinend kannst du dir wohl auch Selber fahren. selber fahren lassen, genau, automatisch. Macht das richtig. Cool. Weil läufst jetzt schon ziemlich ein Wolf. Ja, das ist richtig. Meine ich und so, wenn ich das so mache. Oder? Wahrscheinlich. Ist noch schön. Ich hoffe mal, irgendwann kommt mal ein Update mit der Wende, dass es doch schöne Wände gibt. Oh, ich brauche echt unbedingt diese verstärkten Eisblende, sonst. Ich mache jetzt hier erstmal normale Förderbänder hin, die können wir ja dann upgraden. Vier Konstruktoren. Ja, so ist das doch eigentlich, aber schau mal, also da, das müsste dort, also das macht doch voll Sinn so. Oder? Weiß nicht. Da, wir sind schon. Also kann ich nämlich die Dinger jetzt weiterlaufen lassen. Cool. Oder? Ja. Und jetzt hat's, jetzt ist das auch wirklich ein Bus. Stimmt. Ja, will ich jetzt, das muss ich noch upgraden und die muss ich upgraden und den muss ich upgraden. Und hier hinten fehlen auch noch Bänder. Jetzt schauen wir mal, wie viel da noch da ist. Also die Frage ist jetzt, wo wollen wir die verstärkten Eisenplatten herstellen? Brauchen wir ziemlich viel Platz dafür. Na, wir können oben auf dem Dach weiterbauen. Von den Dingern, wo wir jetzt eh schon gebaut haben. Genau, da können wir im Prinzip dasselbe machen, was ich da jetzt gemacht habe, mit einem Splitter und mit einem Lift. Genau, das müsste da gehen. Also die Lösung.
Lösung gefällt mir eigentlich ziemlich gut hier. Das kannst du nach oben nämlich genauso machen. Kannst du genauso machen. Schaue ich mal, dass ich hier noch die hier schnell irgendwie so viel möglich angeschlossen kriege. Da ist schon. Also okay, also ich glaube die Eisenproduktion, also ich muss jetzt hinten noch die Minen, wenn ich die noch dran habe, ich glaube dann sind wir mit Eisenproduktion erstmal versorgt, also fürs Okay. Erste. Also später wird man wahrscheinlich noch mehr brauchen, aber jetzt gerade glaube ich. Den Spaß hier genauso machen, ich den da drüben gemacht habe. Ah nein, das geht jetzt bei wegen dir nicht. Wegen mir. Das muss man dann anders machen. Naja, das ist aber kein Problem, das kann man ja anders machen. Ja, weil du jetzt hier zu nah dran bist, deswegen kann ich jetzt, na gut, ich müsste höchstens früher runtergehen, ne, mit diesem, mit dem Lift. Was ich da Ja. gemacht habe, das geht jetzt dann hier nicht. Oder? Höchstens zur anderen Seite. Da müssten wir höchstens, wir könnten, können wir es weiter in die Mitte schieben, weil dann könnte ich, also dass ich quasi auf die Bahn gehe, auf die du jetzt gegangen bist. Mach wie du willst. Und wir schieben deins einfach ein kleines Stück rüber. Weil dann kann ich, dann, doch, das müsste gehen, ja, doch, das, Du also, was nicht lassen kannst. du brauchst hier die, genau, du hast hier erstmal nur hingebaut, du bereitest jetzt erstmal vor, ne? Ja. Genau, na, dann ist ja gut, genau, dann mache ich das nämlich jetzt mal so. Am Ende ist es ja alles wieder so, wie es, also, nee, Wie es schon nicht, mal wie es war. war, nee, eigentlich nicht. Ja. aber, fast. Ich das so mache. Genau. Gehen. Nicht da jetzt runter runter. Mit dem normalen Förderband. Stimmt eigentlich. Eigentlich mache ich das so da. Ja, totaler Quatsch. Oh, ich habe keinen Beton mehr. Wie konnte das nur passieren? Das ist ja
Effizient doch. Effizient, ja. Effizient der. Oh la la, es ist so effizient. Ich kacke mich gleich in meine Ose. Oh, ich hoffe, das gucken keine Fenster sind. Die mögen uns doch genauso wenig wie wir sie. Ja, es gibt bestimmt auch nette. Ja, aber denen wird dann ihre Sprache zum Verhängnis. Meinst du, die haben keine eigene Sprache, nur einen dummen Akzent? Kind gibt komische Geräusche, oder? Welches Kind? Nein, also das große Deins? Kind. Ich höre Ja. nichts. Nee, nee, die ist unten, die schaut sich ihre Serie an. Redest du Welche mit auch? mir? Ja, ich rede mit dir. Ah, okay. Kam jetzt nicht so rüber. Wenn ich das jetzt nicht so machen kann. Und jetzt hier wieder einen Splitter drauf mache. So, oder? Nicht genügend Freiraum, ey, fuck off. Das muss raus. Alles muss raus. Es muss ein kleines bisschen weiter. Nach links. Komm schon. Eine kleine Bieschen. Hat so schön geprickelt in meine Bauchnabel. Nee, Nebenball. das ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob das bei dir, also du erinnerst dich doch bestimmt auch noch so ein bisschen zumindest an die Zeit, als du Jugendlicher warst, oder? So ein kleines bisschen. Ja, das war ein paar Jahre her, aber ja. Und auch wenn du da Serien geguckt hast, die du gemocht hast. Ja, was ist da? Naja, also ich finde das immer wieder verblüffend. Also ich weiß nicht, ob das an den Hormonen liegt, aber die ist halt voll drinnen, ne? Also die Emotionen kippen da quasi über, wenn die irgendwelche Serien guckt. Das ist der Wahnsinn, das musste mal. Ich weiß, also wie gesagt, ich habe das bei mir früher nicht so wahrgenommen, aber von daher, ich weiß nicht, ob es bei mir genauso war, aber ich mag es fast zu bezweifeln. Naja, kommt drauf an, wie sich das äußert, also. Naja, Ich war jetzt noch. die beschimpft die und beleidigt die. Verfick Achso, nee, das habe ich nie dich, gemacht. Mann! Alter, was soll denn das? Ja gut, das passiert mir heutzutage auch noch, wenn die alle strunzdoof sind. Sie kann mich hören, ich muss leiser reden. Ja, aber so reagiere ich immer noch, wenn ich jetzt eine Serie habe, wo die alle irgendwie total behindert sind. Echt? Ja. Okay. Da sage ich Also dann mir, bist du auch voll drin, oder was? ja, weil sie mich halt so übelst aufregen alle. Ja, okay. Aber wenn es jetzt so normal, dann eigentlich nicht. Dann bin ich dann eigentlich ruhig und gespannt, was da passiert. Ja, ich glaube, das ist schon dann auch eher Situationen, die dann halt schon spannend sind, also, aber. Ja, also dann bin ich eher ruhig, weil ist halt spannend, ne? Und man will ja doch wissen, was die da jetzt tun. Also so geht's. So geht's, Junge. Es ist doch schön, dass das so geht.
geht ja Also, eigentlich auch. müssen wir noch so ein bisschen Platz hier lassen. So, du kommst von hier. Geht das, was ich hier tun will? Du kommst von hier. Alles hier hin. Ich kann rein theoretisch dahin. Rein theoretisch. Fördere Maß. Wie so ein Dämon, der bei dir gefaucht hat. Ja, das ist das, wovon ich eben geredet habe. Okay, wie ein Dämon habe ich nicht gefaucht damals. So jung muss man noch mal sein. Wie ich es sage, streamst du? Ja. Vielleicht wollte ich hier das mal schauen. Ne, wieso? Ist ja nur für immer im Internet. Warte mal, wie kann man sich hier irgendwie muten kurz? Ja, in Discord kannst du dich muten. Ich bin wieder da. Und herrscht jetzt Ruhe in Ordnung bei dir? Ich habe ihr nur gesagt, dass du über 1000 Abonnenten hast. Und die das hören. Das wirkt meistens bei jugendlichen Mädchen. Wahrscheinlich ist sie jetzt rot angelaufen und ich habe es nicht gesehen. Oh mein Gott. Jetzt muss ich irgendwie an die Wochenshow denken mit, komme ich jetzt ins Fernsehen? Ja, genau. Wieso geht das nicht? So, wo bist du? Du bist irgendwo da drüben. Also du baust jetzt das Kupfer, ne? Ja. Genau. Und hier hast du schon weiter gebaut. Ach oh nee, was hast du denn jetzt hier gebaut? Hast schon eingestellt für Kupfer, ne? Die hier, oder? Die Ja, Fabriken genau, für da, den Draht, ja, genau. und dahinter will ich dann auch gleich die Kabel machen, weil ich glaube, das ist eh zu viel, was da alles hergestellt wird. Also so wie mit den Schrauben. Und da habe auch schon die Zuleitung zu dem Lagerding hingebaut. Oh, das war falsch rum. Im Prinzip. Also eigentlich muss das so funktionieren, wie ich es mir jetzt hier gerade denke. Aber du kannst dir es dann noch mal anschauen, wenn du magst. Nee, ich vertraue dir schon, immerhin bist du der Architekt. Hätte das auch geklärt. Wenn's einer kann, dann du. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall so ähnlich wie ein Subscription-Mechanismus bei einem richtigen Bus. Und Zu wir brauchen drauf. keine 5 Server mit keine Ahnung wie viel Gigabyte RAM. Mein Rechner läuft noch.
Von der Aufteilung müsste es gehen. Wir müssten jetzt halt im Prinzip, wenn wir jetzt hier auf der Straße nochmal so ein Zweiermastending irgendwie mit anderen geschmolzenen Sachen machen, müssten wir halt Platz lassen. Ein bisschen. Das müsste aber hinhauen. Also ich würde jetzt mal, warte mal, ich baue mal so ungefähr hin, wie ich glaube, wie es gehen müsste. Achso, warte mal, das sehe ich ja hier eigentlich. Na, scheiße. Ein Wunder, dass ich heute noch gar keinen unsichtbaren Scheiß gebaut habe. Hier, dann müsste es da, das müsste bis dahin gehen. Okay, dann müsste. Okay. Ist die Förderstraße hier. Aber nochmal. Zweier. Einen Zweierbus mit anderen geschmolzenen Sachen machen, ist die Straße zu schmal. Oh, ich habe keine Eisenplatten mehr. Ah nee, stimmt nicht. Wir wollen ja alle. Nee, nee, passt, passt. Nee, ist alles gut. Das müsst hinhauen. Cool. Ich bin begeistert, dass ich nichts dazu beitragen musste und das Problem sich von allein gelöst hat. Also außer wir wollen dann irgendwann anfangen in die Richtung. Da müssen wir uns dann eh was anderes überlegen. Wenn wir dann. Also wenn wir jetzt immer nur in hier vom Bus aus erstmal nach rechts bauen, also da, wo wir eh schon hingebaut haben, dann würde es passen. Und wenn wir nach links bauen wollen und hier mit den Schmelzen halt fertig sind, dann müssen wir den Bus ein bisschen verbreitern, also die Straße. Aber bis dato, bis hierhin geht's. Weil wir momentan von der anderen Seite nur drauf liefern und nicht runtergehen. Naja, klingt doch gut. Und so kann man nämlich jetzt rein theoretisch das Eisen bis nach hinten durchschleifen. Und immer nur abzapfen und das Kupfer auch. Und hinten können wir uns dann rein theoretisch. Naja gut, man könnte jetzt hinten rein theoretisch einen Kreislauf machen und auf der anderen Seite irgendwie wieder reingehen. Ne? Ja. Ich glaube, das ist unnötig. Ich weiß es nicht. Nee, weil es staut sich ja eh auf dem Ding. Ja, genau. So, jetzt müssen wir das noch. Lockerstück. Förderbandfusionator. Bedeuten, dass das hier oh ja, das geht, sieht zwar scheiße aus, aber geht. Könnte ich Ja, ja dann was kannst Gemeines du. sagen. Was? Nichts, nichts. Vielleicht hören das ja Kollegen, mit denen wir arbeiten. Von anderen Firmen. Ach so. Fusioniert. Ah, ich habe ja gar keine. Kein Material mehr. Zu teuer. Fuck, fuck, fuck. Mother, mother, fuck. Noise, noise, noise. Förderband Splitter. Was machst du gerade? Überlegen. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Du bist da drüben. Ja, na, Ach, ich muss jetzt das du baust noch mehr Container. Wegcontainer. Oder? Ja, du hast doch Ich bin jetzt die jetzt. Halle da vergrößert. Ja, das ist schon fertig. Ja, genau, ach so. Ah, nein, nein, oh fuck. Neues, neues, neues. Oh, ich sterbe. Du bist gestorben.
Echt? Bist du in den Abgrund gefallen oder was? Ja. Da war irgendwie ein Loch. Aber mal gucken, ob ich jetzt auch wieder so lange spawne wie das letzte Mal. Nicht der perfekte Zeitpunkt, mir ein Getränk zu schnappen. Ein kaltes Erfrischungsgetränk. Dann bin mal gleich wieder da. Das ist viel cooler so. Da bin ich wieder. Ich glaube, ich muss mal das Spiel zum Absturz bringen. Wieso? Naja, der ist immer noch beim Respawn. Okay. So, dann ist es nicht mehr beim Respawn. Sag mal, hast du dir eigentlich Borderlands 3 geholt? Nee. Ich kenne So wie aber auch selbst. das da, davor nicht. Ich habe Aber in dem Borderlands auch Spiel gar wirst nicht du mir als gespielt. Freund angezeigt. Ah, okay. Nee, dann ist das wahrscheinlich einfach nur wegen dem Epic Store. Kack Epic Store. Jetzt bist du dem Spiel Yay. beigetreten. Ja, und jetzt passiert irgendwas. Ich ruckel mich gerade irgendwo rein. Ah, hier bin ich. Here he is. Genau, das sieht aus. Oh, ich sehe dich. I see you. I So, mach feel you. mal. Mal gucken, ob meine Kackkiste noch da ist. Oh, meine Kiste ist nicht da. Oder, wo bin ich runtergefallen? Ah, da ist er. Yay, Kiste. So, dann machen wir das Loch hier mal zu, damit mir das nicht nochmal passiert. Logistik, Förderband, Fusionator.
Das anschließen mit Strom. Denn der Lichter. Das hat da drüben auch nichts zu tun. Hier geht's und da drüben geht's nicht? Ist der bescheuert? Maybe. Das ist auf derselben Höhe. Und hier soll das Förderband zu steil sein? Unterschied kann noch nichts nur sein. So, dann haben wir das angeschlossen. Warum geht das nicht? Wieso ist das so steil? Ich weiß es nicht. Soll ich mal meinen fachmännischen Blick drauf werfen? Ja. Wo bist du denn? Na nee, guck mal, hier geht's und da drüben geht's nicht. Der einzige Unterschied ist, dass das hier weiter drüben geht. Ja, hier noch so eine leichte Kurve. Und das geht keine leichte Kurve. Ah, ich hab doch gern geholfen. Ach. Das ist ein Splitter. Teuer.
Allzu teuer. Alter Scheiße. So eine Scheiße mit der Scheiße hier. Wurde hier gebaut. Scheiße, wurde hier gebaut. Was wo? Wie mein das? Was? Das hier. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich es tue. Wände, die Tür. Sind irgendwelche komischen Geräusche bei dir? Wie bei mir? Bei mir ist gar keine, gar nichts. Actiongeräusche. Ne, das ist dieses Vieh, was über uns fliegt. Ah, das kann sein. Dies kann doch sein. Jetzt würde ich jetzt immer Geräusche machen. Ja, sorry. Ich dachte, wir kennen uns. Ich fühle mich gerade, als wäre ich ein komplett Fremder für dich. Warum geht die Scheiße ja nicht? Kacktool. Ja.
Ausgang oder mache ich das Ding zu? Ich mache das zu. Deckeltor von Judith. Richtig. So. Sieht das so gleich ein bisschen Schmucker von außen aus, irgendwie. So, ich bin fertig. Womit? Na hier mit Kupferdraht und Kabel. Achso, die Zuleitung fehlt noch, ja, okay. Ja, ich warte jetzt nur noch auf dein Kunstwerk. Na, die ist ja jetzt, das müssen wir jetzt einfach nur. Okay, warte mal, das müssen wir jetzt vom Abstand her genauso machen. Wie viel brauchst du? Eine. Eine. Mhm. Zweier. Eine. Ganz da hinten das? Das da hinten ist ja nur Kabel. Ja, da ist doch so ein Splitter nach oben. Ja, aber der fusioniert. Die Kabel. Ah, da, okay, ich sehe es, okay. Okay. Also eins, ne? Eins krieg ich schon mal hin, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, jetzt bin ich schon gewundert, wenn du nicht mal eins hinkriegst. Das ist eine Wand. Ja, jetzt brauche ich zur Orientierung. Brauchst du eine Wand zur Orientierung? Ja. Naja, wer bin ich, deine Methoden zu kritisieren? Ja, das ist richtig. Wenn dir halt eine Wand hilft, dann nimm dir eine Wand. Schlau wie Schlumpf hat gesprochen. Hast du mich jetzt gerade Schlaubi Schlumpf genannt? Nein. Was? Ich? Ja. Das hat sich so angefühlt. Wieso hatte ich deinen Papa immer so genannt? Bist du da empfindlich? Nein. Bin ich nicht. Stehe ich drüber? Oh, ich brauche wieder Beton. Oh, das ist schon so teuer. Wenn das so teuer ist, kann ich hier nicht weitermachen. Hast du noch verstärkte Eisenblenden? Ich kann dir welche mitbringen. Ja, da wird wahrscheinlich mehr viel drin sein. Ja, aber schau mal. Drei Stück. Ja, dann bringen wir mit. So, was brauche ich? Ein Splitter brauche ich. Und hüpf. Und lande. Und hüpf. Und landen. Seht ihr, wenn ich eigentlich Scheiß hier runterwerfe, landet das auch hier oben wieder in der Truhe oder ist das dafür immer weg? Das ist weg. Schon mal probiert? Nee, aber ich bin mir sicher, dass es weg ist. Lass es mich mal ausprobieren. Ich will keine verstärkten Eisenblatt. Okay, das geht nicht. Ich glaube, das ist weg. Ja, sag ich noch. Ja, du sagst viel, wenn der Tag lang ist. Das ist richtig. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was jetzt? Du mich mal irgendwie Taser schocken, dass ich mich irgendwie wegbewege? Warte mal kurz.
Erde doch. Passiert nichts. Du hast was über, du hast, warte mal. Jetzt geht's. Was hast du über mir Die gemacht? Schrauben sind auf dir gelandet, die waren über dir. Oh, die haben mich dann beim Gehen blockiert. Was für Ja, eine genau. Kacke. Genau. Aber also Stimmt. sind sie nicht nach unten gefallen, ne? Also das geht Nee. scheinbar. Ich bin halt nur ein sehr schwaches Wesen, wenn mich so eine Packung Schrauben schon am Gehen hindert. Hier mit der Schwerkraft ist das hier nicht so einfach. Aber es funktioniert. Mein übelst diabolische Konstruktion funktioniert. Na genau, jetzt haben wir. Reicht dir doch von der Auslastung her, müsste das auch passen, oder? Ja, hab mal so Dinger, brauchen irgendwie 15 pro Minute und wir das Ja, aber fördern ich hab. schafft 60. Okay. Also sollte. Weil ich split ja hier, ne? Also es kommt ja jetzt. Kommen 60 an. Es funktioniert. Wenn ich jetzt schmanisch lachen könnte und Feuer aus meinen Händen und irgendwie unter mir rauskommen würde, das wäre jetzt geil. Unter dir auch. Ja, so. Warum unter dir? Ja, Warum so unbedingt? dämonisches Feuer halt. Aber warum unter dir? Das klingt irgendwie nach einem bösen Chili-Pups. Nee, das kommt ja dann so seitlich von hinten. Aber ich meine halt wirklich so von unten. So höllenfeuermäßig. Null Vorstellungskraft, der Typ. Nee, zu viel, glaube ich. Ja, aber Feuer von unten kannst du dir nicht vorstellen. Warte Ich mal, muss was ist denn das? mein Kunstwerk bewundern. Da ist irgendwas falsch. Ich weiß nicht. Richtig. Ah ja, da. Diese langsamen Förderbänder sind echt langsam. Die einfach. Hm. Ja, die werden wir dann. Ja gut, aber jetzt halt mit denen, also ich meine, wenn wir Schnecken reinmachen, klar, dann bräuchten sie mehr, ne? Zeit reicht eigentlich. Ja, genau. An diesen Pfosten, da gibt es einen Grafikfehler. An welchen? In diesen Fördermasten. Wo Ich bist guck's mir du? gerade hier so Warte mal, an. Jedes da. Mal, wenn so ein Kabeltrommel das den Fördermast passiert, dann glitscht es nach vorne. Ah, warte mal, so was Ähnliches habe ich, glaube ich, bei den Schrauben oder irgendwo habe ich das auch schon mal gesehen. Bah! Ist ganz schön schnell. Da. Nee, bei mir nicht. Dann liegt's an dir und deinem scheiß Netzwerk. Weißt du, was ich noch lange nicht mehr gemacht habe? Das? Oh, habe Oder ich jetzt mein. über den Kopf geschossen? Nee, du hast mich schon genommen. Ich habe kein Leben mehr. Gleich bin ich tot. Okay, aber jetzt, also gut, da hinten. Also das mit dem Kupfer und dem Eisen ist schon mal ganz schnuckelig. Wie es läuft. Eigentlich wäre es auch fast cleverer gewesen, wenn ich hier von weiter oben abgezwackt hätte. Oder? Eigentlich ist egal. Ist hier Biersprung.
Ja, dass ich gleichmäßig von den Förderbändern runternehme. Ne? Weil jetzt die unteren zwei habe ich vorne schon einen Splitter dran. Und jetzt beim zweiten auch noch mal. Beim zweiten wäre es jetzt vielleicht cleverer gewesen, wenn ich. Da kommt eh genug. Das war ja schon. Das hier, das produziert, oh, das produziert, wie ist da? Oh. No. Falscher Knopf. Ja, aber irgendwie das mit den verstärkten Eisenplatten haben wir noch nicht so richtig. Für die Dinger. Schrauben und normale Eisenplatten, ne? Oder? Keine Ahnung, wahrscheinlich, ja. Ja, Schrauben und Platten. Ungültiges Ziel, Alter. Du bist ein ungültiges Ziel. Wie nennst du mich? Ungültiges Ziel. Was sagst du zu meiner Mama? Ungültiges Ziel. Hey, jetzt hättest du nicht. Ich habe schon eine Platte vergessen. Ich produziere mir jetzt selber ein paar Eisenplatten. Mach das. Ach, das muss ich abbauen, das ist Kacke. So, Trapez links. Ah, schon wieder falscher Knopf. Das Spiel hat zu viele Knöpfe. Verstärkte Eisenplatten. Oh yeah. Oh yeah. Was ist denn? Drück ständig die C-Taste. Normale Eisenplatten. Davon auch. Okay. Immer seltsame Laute. 100. 200, 300, das passt. 6000. Aha. Ah, ich bin schon ein So.
Das heißt, weißt du, was ich jetzt mache? kacken gehen. Ne, viel besser. Ich baue eine LKW-Station. Eine LKW-Station. Ja, eine LKW-Station. Und weißt du, warum? Weil ich Nee. schon immer mal eine LKW-Station bauen wollte. Okay, dann bin ich mal gespannt. Wie ein Flitzerbogen. Wie ein Ich auch. Flitzerbogen bin ich mal Hast gespannt. du schon mal eine LKW-Station gebaut? Nee. Also weißt auch nicht, wie das mit den LKWs dann funktioniert. Nee. Cool. Läuft. Brauche ich denn für die LKW-Station? LKW. Also, ich brauche 12 modulare Rahmen. Was brauche ich dafür? Oh, verstärkte Eisenplatten. Ach, kann ich selber herstellen. Drei für einen. Brauche ich ja 36 scheiß Platten. Ich will gleich mal ein paar Schrauben mitnehmen sollen. Du, du, du. Ähm. Nein! Bist gefallen, gestürzt, gestorben? Nee, also ja, Schade. aber also ohne Sterben. Oh, schade. Was kennst du? Stürzen ohne Sterben. Was für eine herbe Enttäuschung. Alter. Ah. Ah, warte mal, nee, das ist ja irgendwie nicht so clever, wenn ich das jetzt hier hin machen würde. Meinst? Ja. So.
Rotor. Jetzt hier neuen Spieler reinkommt, wo fängt der dann an? Eigentlich irgendwo, oder? Nee, der müsste bei uns in der Basis starten, Okay. in dem Hub. Ein bisschen mehr Kupfer wäre jetzt so langsam. Ne? Ja, wobei, momentan lassen wir das Kupfer ja auch noch nicht aus, ne? Ja, dass wir langsam dann auch mehr Kupferminen anzapfen, weil ich glaube, momentan haben wir doch nur zwei. Wow. Womit? So, jetzt kann ich eine LKW-Station bauen. Eisenerz. Drüben den Bus müssen wir auch noch mal anders machen, glaube ich. Aber ich glaube, wir brauchen das Eisenerz fast gar nicht weiter. Hinten. Glaube ich. Oder? Weil Eisenerz, ich meine, das Eisenerz brauchen wir ja nur zum Schmelzen. Ja. Ja, zur Not schmelzen wir halt nach. Wenn wir jetzt noch mehr Eisenschmelzen brauchen, als wir jetzt schon haben, Ja. dann bauen wir die dann halt oben drauf. Ich bin jetzt gerade, ich schaue mir gerade den Bus an halt, ne, wo das Erz drauf läuft. Weil wir schon Ja. vorbereitet haben, dass das Eisenerz weiter nach hinten geht. Aber ich irgendwie macht das, glaube ich, keinen richtigen Sinn. Aber das können wir uns ja dann auch nochmal anschauen. Irgendwie bin ich mir jetzt gerade nicht so richtig sicher, ob das da. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also für jetzt erstmal reicht es, weil ich glaube, wie viel Schmelzen haben wir? 4, 8, 16 Schmelzen nur für Eisen. Ist schon eine ganz schöne Menge eigentlich. Ich glaube, da ist eher unsere Abnahme da hinten dann, ne? Bottleneck. Ziehst du irgendwie an schon zusätzlich noch mal irgendwo Eisenbahn? Wie? Nee. Das untere ist kontinuierlich am Laufen. Der Seite, da ist es Naja, nicht. der fabriziert ja gerade wieder neues Zeug. Naja, genau.
Ich habe ein paar Eisenplatten und Stäbe und Schrauben genommen. Ja, krass, das sieht doch schon gut aus eigentlich. Was produzierst du jetzt? Die Kabel produzierst du auch schon, ne? Ja, alles. Genau. Und dann ist jetzt eigentlich echt noch die Frage, wo machen wir das mit den... Achso, du fängst da hinten jetzt schon an damit hören. Na gut, dann passt. Was meinst du? Mit den verstärkten Eisenplatten, oder? Ne, hier Achso, mache nee, ich das... jetzt. Ah, du machst hier jetzt den... Ah, Ja, okay. hier will ich jetzt quasi dann die Stein- oder Aber die Betonherstellung brauchen machen. halt... Die haben noch kein Benzin, die brauchen nämlich Benzin. Bin dann immer gespannt, wie das funktioniert mit den Autos. Wo komme ich denn da in das Inventar von dem Auto rein? Einfach vorne stehen und E drücken. Habe ich gerade gemacht. Oh, vielleicht war das hinten. Ne, hier musst du ja bei dem Koffer hingehen. Ah ja, da genau. Nichts für Treibestoffe. Das Ding musst du wahrscheinlich, da kannst du wahrscheinlich auch Treibstoff reinfüllen. Ja, kannst du. Genau. Was willst du das? Ich meine, man könnte es jetzt natürlich auch so machen, dass das jetzt einfach unsere Grundrohstofffabrikation hier ist. Dass wir hier gar nicht großartig weiterbauen. Ne, ich hätte jetzt hier noch, keine Ahnung, drei, vier so eine Konstruktoren für Beton hingestellt und das Ding liefert dann einfach Stein für das Zeug. Und dann fährt ein Auto immer hin und Achso, her. nee, nee, ich meinte jetzt, mal, dass wir jetzt für die größere Produktion von den größeren Sachen, anders hingehen. Das können wir auch machen, ja. Weil dann, na, und dann müssten wir jetzt dann halt quasi, das ist jetzt die Frage, wie schnell sind die LKWs, ne? Wir liefern, aber da passt ja recht viel rein eigentlich. Ja, und wenn die fahren ja automatisch hin und her, von da ist es ja egal. Ich werde mal einfach mal Benzin holen, dann können wir gucken, wie weit das Ding fährt und wie schnell. Ja, und hast du schon rausgefunden, wie du da die Wegpunkte setzt? Naja, so wie ich. Also ich bin ja vorhin mal eingestiegen und irgendwie nimmt er auf, wie du fährst und dann fährt er das einfach ab. Nimm nicht auf, Autopilot. Nimm nicht auf, steht da, ja genau. Aber du musst das Aufnehmen irgendwie aktivieren. Und Irgendwie Autopilot wird das aktiv? schon. Nein. Irgendwie wird das schon funktionieren. So. Naja, muss auch rausfinden, wie. Ja, wir haben ja 26 Tasten auf der Tastatur. Plus Sondertasten. Eine wird schon das Richtige tun. Ja, gut, aber dann lass das ruhig so machen, weil dann suchen wir uns irgendwo einen anderen ganz coolen Ort, wo wir jetzt dann die verstärkten Eisenplatten bauen und dann kann der nämlich, dann müssen wir nur irgendwie dafür sorgen, dass die Rohstoffe hier reingeliefert werden. Die Rohstoffe für die der LKW dann abholen muss. Also ich sehe hier im Prinzip zwei Eingänge. Für Nee, ein. Rohstoffe? Nee, zwei. Also, ja, aber eigentlich wollte ich stehen, dass der hier den Ah nee, Kalkstein das sind herstellt, dass wir hier Beton herstellen können. ja, nee, nee, können wir ja hier ummachen. Aber der hier scheint dann mit dem Greifarm. Also hier, das ist ein Ausgang, definitiv. Und das hier scheint auch ein Eingang zu sein. Ja, das ist ein Eingang. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Das ist ein Ausgang. Was brauchen die LKW-Station für einen Treibstoff? Yay, Autobahn!
braucht Benzin oder sowas, nicht wahr? Oder Nee, Diesel. Benzin nimmt er nicht. Oh, du bist sogar losgefahren. Ja, nicht das LKW schon, aber die LKW-Station nicht. Achso. Ja. Na, die hat auch, oh, die hat einen extra. Ah, nee, warte mal. Doch, die hat einen extra Eingang für Treibstoff. Da, wo ich noch kein Förderband dran gemacht habe. Wo hast du kein Förderband? Ne, ich habe doch hier an dem hier Ach, noch. das hier? Genau, das ist der Eingang für die Tanks. Kann ich da Genau. Scheiß drauflegen? Ich meine, ich fände es jetzt auch merkwürdig. Wenn du. Ja, doch, ich konnte Treibstoff. Ah, Biobrennstoff konnte ich reinmachen. Wo denn? Ich habe jetzt gerade in die LKW-Station Biobrennstoff reingemacht. Ich sehe es nicht. Was? Da in diesem roten Kasten, wo Treibstoff dran steht, Ja. ist bei mir leer. Ernsthaft? Ja. Da habe ich jetzt gerade 200 Biobrennstoff reingemacht. Ja, ist bei mir leer. Das alles nehmen. Unload, load. Mal gucken, wie das funktioniert, wenn ich jetzt hier was in diesen komischen LKW reinpacke. Nehmen wir das. Eine Rompe. Was ist denn hier schon wieder los hier? Blöde. Wie funktioniert das jetzt? Aber das Ding braucht noch Strom. Haben wir hier irgendwo Strom? Ja, in der Fabrik, oder? Oh, dass wir hier aus der Fabrik rausgehen können eigentlich. Weil die Kabel ziehen, kannst du durch Wände durchziehen, das geht. Bei mir irgendwie nicht. Was? Ja, nee. Ich kann nur eine Wand aufs Kabel stellen. Was hat er jetzt reingemacht? Eigentlich sollte er was rausnehmen. Hat bestimmt Benzin reingemacht, oder? Ja. Aber wie kann ich dem sagen, der soll was rausnehmen? Oh, ah, oh. Was? Wie, Warte. warte. Unload? Jetzt. Passiert nichts. Was da was machen? Passiert aber nichts. Das ist eine Kacke hier. Wie hast du es eben gestartet? Na, gar nicht. Ich habe den Strom angeschlossen. Unload. Fahr Gut, genau, gut, ich komme in fahr Rettung. nochmal weg und fahr nochmal hin. Ruhig mal eine Rampe bauen.
Ah, jetzt kommt doch. Hast rausgeholt. Geil. Jetzt liegt wahrscheinlich auf dem Beton da Förderband drin. Beton. Auf dem Ausgangsförderband liegt jetzt Beton, genau. Cool. Dann suche ich jetzt mal Kalkstein. Da hinten. Kalkstein ist komm, das ist da hinten, wo ich das Eisen angeknüpft habe. Da ist Kalkstein. Ne, hier vorne ist auch gleich welches. Ja, aber da brauchst du doch nicht den LKW dafür. Doch, brauche ich. Und dann musst du aber da auch eine LKW-Station bauen, oder? Ja. Und Strom dahin legen. Ja. Ich komme mit dem Strom schon mal. Ich gucke mir das erstmal so professionell an, um meine Wertung abzugeben. Oh, das sieht nicht gut aus. Ah, nee. Ah, nee. Schlechte Gegend. Okay. Kein gutes Karma. Was brauche ich jetzt eigentlich für die Station wieder? Nochmal 10 Stück. Ja, wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt hin? Ne, ich muss Zeugs holen, damit ich die LKW-Station bauen kann. Warte, was brauchst du denn? 10 modulare Rahmen. Ah, okay, jetzt was habe ich nicht. Aber jetzt weiß ich nicht, wo du hinbauen wolltest. Ich wollte doch gerade den Strom hinlegen. Na, da hinten. Wenn du in die Richtung weitergehst, wo ich gekommen bin. Ah, da muss ich scannen. Kannst du dir aber auch gleich meiner mitholen, ne? Ja. Also das lohnt sich aber nicht, hier jetzt LKW Doch, doch, umfahren zu das lassen. lohnt sich schon. Ja, du musst ja jetzt irgendwie, musst du ja Biotreibstoff dafür herstellen, ne? Na, haben wir doch schon. Ja, aber wir produzieren den ja nicht wirklich. Also Naja, wir wir müssen den halt immer bis wieder jetzt einsammeln. sammeln und ja, weil wir haben jetzt, glaube ich, einen ganzen Kanister, einen Container voll von dem Scheiß. Das wird schon. Toll, also noch beschissener hättest du das Ding aber auch nicht hinstellen können, ey. Welches denn? Deine Station. Ne, Ich wollte verstell sie halt woanders hin. gerade eine Mauer dahin bauen. Nur am Meckern hier. So, Eingang, Ausgang. Ausgang ist für uns ganz cool. Der Eingang müsste aber. Nee, ist eigentlich auch egal. Eigentlich. Hä, wie kann das Ding. Das kann ja eigentlich parallel gar nicht beides machen. Nee, es kann nur einladen oder ausladen. Das Auto da steht oder was?
beunruhigt mich ein bisschen, dass was in die LKW-Station reingeht, aber da drinnen nichts angezeigt wird. Meinst du bei dir, bei der neuen oder was? Ja. Warte, ich komme. Oder ich sehe es wieder nicht, also über Ja, jeden Schadstoff. genau. Bei mir hört das ja eben nur. So, schauen wir mal in den Nee, geht schon rein. Optionen. Geht schon rein. Ist halt recht langsam, ne, weil nicht viel reingeht halt. Ist egal. Ist ja auch nicht weit. Ah. Hörst du das Hupen? Ja. Ich hab die Hupe gefunden. So, dann nehmen wir mal auf. Geh weg. Au. Au. Hab ja gesagt, geh weg. Du hast mich totgefahren. Nein, habe ich nicht. Du bist nicht weggegangen. Warum lädt er aus? Du musst die Station einstellen, dass die einlädt. Hab ich. Oder ich habe das Icon missverstanden. Ich habe es jetzt gerade erst umgestellt, die Station. Die war noch nicht richtig eingestellt. Jetzt musst du irgendwie auf Autopilot einstellen. Ja, Aufnahme läuft. Hä, wieso macht der Haken nicht? Oh, warte mal. Oh, jetzt wurde ich selber vom LKW überfahren. Funktioniert?
Vorsicht, da kommt ein LKW angefahren. Ah, oh, der hat's massiv verkackt. Ja, warte mal, aber warte mal, er versucht es selber zu lösen. Scheiße. Die Wegfindung ist nicht die beste. Vor allem, da hat er mit der erst. Ist so ein bisschen wie mein Staubsaugerroboter. Oder wie so eine asiatische Frau auf YouTube, die kein Auto fahren kann. Oh, jetzt. Mach das ganz, ganz. Was tust du? Im Helfen? Hat jetzt der Kran was genommen? Ja. Aber echt, sehe ich jetzt die ganze Zeit diese doofen Pfeile hier? Warte, wenn der LKW mal wieder da ist, kann ich das auch ausblenden. Kann den Knotenpunkt kann ich Nee, mach mal bearbeiten. nix. Ja, mach mal nix. Uah. Hat der Wiese. Vielleicht, das ist klarer. So, jetzt siehst du es nicht mehr, oder? Nein. Ich bin mal gespannt, wie oft ich in diesem Spiel von dem LKW oder dem Zug überfahren werde. Ja, hat geklappt, oder? Ja, ich habe vorhin mal den einen Knotenpunkt noch gelöscht. Willst du echt da eine Mauer hinstellen? Ja, ist gut. Wird der sehr oft gegen die Mauer fahren. Nee, ich glaube, ich mache dir ja gerade das. Ich vermute, dass ihm das eher in der Wegfindung hilft, aber. Okay. Wenn er gegen die Mauer fährt, bist du drin schuld. Ja. Ist okay.
hier nicht drin. Ne? Warum jetzt doch? Da könntest du jetzt sogar noch einen hinstellen. Was meinst du? So ein LKW-Stationsding. Wobei das recht viel Platz irgendwie braucht. Ich weiß nicht, ob sie sich dann gegenseitig ins Gehege kommen. Ja gut, das war erstmal natürlich nicht, das stimmt. Nee. Beton soll es herstellen, oder? Ja. Ist hier auf den Splitter gehen, Mercher gehen? Bitte? Willst du auf Mercher hier gehen? Ja. Ich will mal was probieren. Ich muss mal kurz diese eine Wand hier wegreißen. Wie viele von den Dingern willst du bauen? Zwei reichen erstmal, oder? Bei dem anderen hat man nur einen und der hat ja auch einen erzeugt erstmal. Was ist denn das? Hier?
Was probierst du? Oder was wolltest du probieren? Wegen Strom oder was? Nee, nee, im Förderband an der Wand. Achso. Warum hast du das denn wieder abgebaut? Nee, ich hab's in die Mitte verlagert. Ja, was hätte er? Aber reicht da nicht ein, so ein Fensterding? Ja, kann man auch machen. Ich wusste jetzt nicht, wie viel du hinbaust. Das ist egal, jetzt hier, aber. Okay, warte mal. Vorne hier war einer war. Nicht genügend Freiraum. Wo ist nicht genügend Freiraum? Manchmal wäre schon so eine Ansicht von oben ganz cool, wenn man baut. Bin überlegt, ja, das habe ich auch schon. Oh, jetzt habe Dass ich meinen du Container aufs Dach gebaut. so wechseln könntest, halt immer wieder mal in so einer Map-Ansicht von oben halt. Was hast du gemacht? Ein Container von. Hä? Ja, ich habe gerade aus Versehen irgendwie einen Container direkt aufs Dach von dieser Halle hier gebaut. Aha. Eigentlich müsste die Halle die LKW-Stationen beliefern, genau genommen. Weißt du, wie ich meine? Nö. Naja, dann für später, ne? Weil du hast jetzt hier einen Puffer dazwischen, dass der immer voll ist. Und dann als letzten Puffer lässt den jeweils pro Ressource in eine LKW-Station reinliefern. Die dann der vom LKW wieder abgeholt wird. Müsste aber Das eine ist sehr, halt sehr ja. große Halle werden. Nee, ich war, das wäre jetzt die Überlegung, wenn wir jetzt sagen, naja gut, jetzt sind wir eigentlich mit den Basis-Ressourcen sind wir hier jetzt eigentlich durch, ne? Ja. Genau genommen. Also jetzt kommen, also jetzt müssen wir nur noch ne, also mehr machen halt, rein theoretisch. Also, wobei wir eigentlich schon echt gut viel produzieren momentan. Und jetzt kommen ja quasi die etwas komplexeren Sachen, die halt diese größeren Konstruktoren brauchen. So, im Grunde kann ich jetzt die Halle zumachen. Genau, wenn wir jetzt sagen würden, das ist es jetzt für die Halle, ne? Naja, jetzt haben wir ja alle Grundrohstoffe, stellen wir ja Genau. her. Aber die Halle kannst du hier nicht zumachen, die kannst du dann erst hier drüben zumachen. Ja. Also im Prinzip hier. Fördermaß stapelbar, hä? Wo ist Loch? Nee, jetzt nicht mehr. Das Loch ist zu. Genau. Dann haben wir jetzt hier eigentlich eine ganz coole, Falle. Lagerhalle.
Was haben wir hier? Eisenplatten, das genau. Schrauben. Okay, die Kabel scheinen ein bisschen langsam zu sein. Da kommt, hier kommen keine Kabel an. Oder was? Ja, das macht Sinn. Okay. Da fehlt noch das Kabel, das Förderband zu dem Container rein. Ja. Läuft. Überschneidet. Fliegen irgendwelche Insekten in unserer Lagerhalle rum. Meinst du diese weißen Dinge? Warte mal hier, das ist doch Stuss, was du hier gebaut hast, Alter. Nee, hab ich nicht, geh weg. Du warst das. Nee, das war ich nicht. So war ein Shootout. Nein, da! Wollte ich dir nur mal gesagt. Oh. Ah, was war das? Weiß nicht. So ein Insekt in der Halle. Ich habe jetzt eine außerkörperliche Erfahrung gemacht. Ich habe dir ja unten auch hier so eine Konstruktionsplattform gebaut, wenn wir hier was herstellen wollen. Hier unten, wo ich bin. Ah. Und da drin kannst du dann noch anderen Scheiß herstellen. Jetzt muss ich aber mal eine Nuss essen. Alter, komm. Das auch hier unten. Ja, das ist hier für ein Scheiß. Was denn? Ist halt so. Es ging halt nicht anders. Ja, wäre mal ein Architekt mit dabei gewesen, dann. Ja, aber leider haben wir ja nur Softwarearchitekten hier. Ne, bei dem Ding habe ich ja nie mitgemacht. Warum machst du das so hässlich? Geh weg. Alter! Was denn? Ich habe noch nichts gemacht. Mein Gott. Ich war es nicht, das war so ein Insekt aus der Halle. Ah, verdammt. Immerhin kriegst du keinen Fallschaden. Ja, nee, hör auf jetzt. Ich habe mich nur gewehrt. Oh, was ist? Ah, hier ist ein Extraraum. Aha. Der ist noch Ja, neu. hab ich doch gesagt. Ein Geheimraum. Ja, so geheim ist er jetzt ja nicht, ne? Er ist eine Tür. Und die ist nicht mal verschlossen. Kannst du den Miner bauen, genau. Ja, jetzt können wir eigentlich unsere Basisstation Ding irgendwo oben auf dem Dach draufstellen. Ja. Was ich jetzt noch gleich als nächstes oder noch schnell oder dann noch bauen werde, ist hier das Treibstoffding an das Ding hier anbinden. Das ist aber ein. Ja, naja, klar, rein theoretisch wäre das ja wünschenswert. Warte mal. Dann gehen wir mal hier von dem Äußersten. Nee, was machst du jetzt? Nee, ich hätte das unterirdisch gebaut, weil das haben wir ja schon unterirdisch. Ja, aber hier. Kann man eigentlich die Erde wegmachen? Hier kommst du aber nicht. Also hier spätestens da, wo ich bin, musst du irgendwo ja oberirdisch werden hier. Warum? Ich kann doch hier einen Fahrstuhl dran bauen. Wo?
Nee, hier, dann müsstest du, ja, dann musst du die Platte hier wegnehmen, auf der das Ding draufsteht. Das ist doch scheiße. Warum? Dann mach doch lieber, dann wäre doch hier lieber. Ober, naja, gut, hier steht gerade ein Strommast. Na, aber dann wäre doch hier lieber oberirdisch, geh in eine Wand rein oder von mir aus hier, weißt du, in eine Wand, wo jetzt meinetwegen hier so eine, meinetwegen. Ne, mach mal den Masten einfach mal. Warum steht überhaupt ein Mast? Ich habe jetzt, warte mal, ja, das ist der Strom, der in die Halle reingeht. Ja, Strom in die Halle reinziehen. Ja, aber wenn, dann müssen wir schon gerade machen. Toll. Nicht genügend Freiraum, willst du mich rollen? Ja, das war jetzt eben genau das. So ist es schön auf einer Linie. Ich muss mal kurz ein. Ja, beziehungsweise stimmt schon, dann baust du es hier hin. Was hier kommst, warte mal, ich mache hier mal das Ding weg. Theoretisch Hier könnte man ja wirst noch du zwei oberirdisch oder oberirdisch. oberirdisch. Aber theoretisch könnte man hier noch zwei so eine Dinger hinstellen. Die kommen ja nicht hinterher mit dem ganzen Mist. Ja, das ist das, was ich dich eben, was ich gemeint habe. Also ja, rein theoretisch kannst du das machen. Also. Ja gut, aber dann kommen wir da nicht mehr hin, ne? Wie? Doch. Ach Ja, wenn so. ich jetzt hier noch zwei Konstruktoren hinstelle, dann ist das zu, ne? Aber bauen wir erstmal den anderen Scheiß. Aber wo habe ich denn Na, das du hingestellt? kannst auch. Oh, das wird ein langes Kannst Stück Wand. auch. Ja, doch, das kannst du auch machen. Warte mal. Wo ist denn das Loch jetzt? Und geh in meine Richtung. Ah. Warte mal, ich baue schon mal was hin. Ich glaube, ich Ja, weiß, ich wie wir das machen. muss mal kurz gucken. Oh, da hinten ist es. Ich noch? Oh, ich brauche. Bevor ich das tue, brauche ich Beton. Da ist auch noch nicht viel Beton angekommen. Ich habe gerade 300 rausgenommen. Okay. Dann kann ich leider nicht weiterbauen. Dann nimm das Beton aus dem anderen. Oh, das ist so weit weg. Bist ein bisschen faul hier, aber.
Ich brauche Eisenplatten. Oh Achso, und yeah. jemand am Rescue zu wahrscheinlich nicht. Dann könntest du deine Konstruktoren daneben hinstellen. Ah, deswegen war das. Ja, ansonsten Doch, lassen wir die die Konstruktoren Konstruktoren. weg. Doch, die Konstruktoren, warte mal, das ist trotzdem. Rein theoretisch, warte mal, das bin ich hier. Ob das Spiel so intelligent ist und wenn der LKW merkt, dass er keinen Treibstoff hat oder der zur Neige geht, dass er dann bei der Station stehen bleibt. Meinst du, wenn er me ob er merkt, dass der potenziell für die Fahrt nicht mehr reicht? Ja, genau. Na, das glaube ich nicht. Also wenn er Weil es noch wäre was auch wie. drin, wenn er noch was drin hat. Ja, aber es wäre auch wie intelligent, weil ansonsten suchst du ständig die LKWs. Ja, ich glaube, das könnte rein theoretisch passieren, ja. So. Und jetzt muss ich mal ja eigentlich nur noch. Angeschlossen. Cool. Also für du musst jetzt natürlich noch, also Ja, bin gerade dabei. Schade. Na. So, angeschlossen ist es alles.
Aber ich glaube, da kommt jetzt irgendwie der LKW nicht so richtig hinterher, habe ich den Eindruck. Weil sich so viel Zeug ist. Ja, doch, hier kommt schon was raus, aber also ich habe den Eindruck, dass die zu wenig oder zu langsam den Kalkstein kriegen. Ich glaube, da musst du tendenziell entweder noch einen bauen. Hast du bei dem, achso, da ist ja ein Lager drinne. Also theoretisch macht der ja immer das komplette Lager leer, ne? Ja. Und da hast du nicht noch ein Lager hingebaut. Nee, warum? Ne, genau. Ne, ich glaube, dann brauchen wir noch, müssen wir schauen, dass wir irgendwie noch ein. Nee, du kannst Reicht den anders. der eine Miner reicht halt nicht. Ja, du kannst ja irgendwo anders noch ein und dann schickst du den LKW da noch hin. Ja, außer hier ist jetzt gleich in der Nähe nochmal was. Wenn ich den LKW nochmal extra. Na, der 300 Meter in die Richtung ist noch was. 300 Meter in die Richtung. Jetzt läuft schon vorbei. Ja, Das nee, ist das ist wahrscheinlich da oben, da auf dem da oben. Berg. Ja. Ja. Das andere habe ich schon gesehen. Ja, das kenne ich. Ja, dann müsstest du da aber jetzt halt direkt noch mal eine LKW-Station hinbauen. Ne? Ja, Mai, kostet ja nichts. Ist halt hier, naja, ne, oder. Wieso, dann machst du da hinten noch eine und dann da fährt er erst zu der ersten und dann fährt er zur zweiten und sammelt alles ein. Naja, hier ist dann nur, da wo die ist, ist jetzt, da weiß ich, oder ist hier noch in der Nähe gleich noch eine dritte sogar. Aber dann musst du tendenziell vielleicht dann doch mehr als einen LKW rumschicken. Weiß nicht, kann man ja ausprobieren. Na, weil der sonst zu lange unterwegs ist, oder? Ja, aber der hat einen Haufen Stauraum. Und die andere Kalksteinproduktion, die kann man ja eigentlich. Ja, könntest du da umzwacken. Na, oder du ignorierst die gleich an der Basis, weil dann müssen wir wieder alles umbauen. Naja, genau, und die müssten wir jetzt fast wirklich ignorieren. Jetzt der eine da, der scheint nicht zu lange. Ich meine, klar, der LKW kommt schon hinterher, ne? Der holt völlig alles ab, was das Ding. Und jetzt haben wir zwei Betondinger, die hat man ja vorher auch nicht. Da hat man, glaube ich, nur einen, ne? Ja. Naja, das ist halt, ja. Und der Treibstoff kommt an. Das Ah, dauert doch halt, das ist jetzt. ein langes Förderband. Ja, nee, weil jetzt zwei einzelne kurz gekommen sind und dann. Ja, ich musste zwischendurch mal was abbauen, deswegen. Okay. Hast du das schnelle Förderband? Das ist das schnelle Förderband, ja. Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich wusste nicht. Nö, Aber ich nur sehen, du hast dann das kurz langsam gebaut, oder was? das. Ja, aber ist halt nur Treibstoff. Okay, mal gucken, ob jetzt auch nachgetankt wird. Hey, es tankt nach. Wie spät ist es denn eigentlich? Viertel elf schon wieder. Was? Viertel elf? Hm. Oh, gut. Dachte ich später. Ja, dann könntest du jetzt hier rein theoretisch. Also um einen könntest du auf jeden Fall noch hin. Ich glaube aber, zwei müssten eigentlich auch gehen von der Höhe her, wenn ich.
Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz Ja, ich sicher. glaube beim letzten stört das Ding hier, beim Einlass wahrscheinlich. Ja, dann ziehst du das halt ein kleines Stückchen weiter nach vorne. Ja, zur Not. Ich glaube, die zwei reichen auch erstmal. Warte, baue ich noch schnell die andere Eisen. Wie heißt das Ding? LKW-Station und Miner und dann. Und nehmen wir noch ein paar Kabel mit. Wie gesagt, wenn du da jetzt hingehst, da krieg ich in der Nähe noch ein zweites Feld. Du kannst doch gleich. Bauen wir gleich zwei so eine Dinger. Brauche ich noch einen Miner. Uah. Achso, das wird sie glauben. Und Viecher sind da auch nicht mehr, die habe ich. Und da kannst du rein theoretisch über diese Eisentrasse, die ich da gebaut habe, hin. Ich habe doch diese Eisenerz-Förderband dahin gebaut. Wenn du das dem folgst, dann Wow. kommst du im Prinzip dahin. Und zwar zu beiden kommst du dann hin, wenn du dem. Hätte ich die Kettensäge mitnehmen sollen. Nämlich da vorne. Hä, wo bist denn du? Na, hier hinten. Wo bist du? Ich bin hier bei dem unrein, okay, ist unreiner Kalkstein. Ich bin quasi bei der anderen Kalkstein einfach weiter nach Norden gegangen. Eine Kettensäge. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, fuck. Ich bin wieder gestorben. Aber das ist doch da oben. Ja, und? So, da kann er ja hochfahren. Ja, meinst du, das kriegt der hin? Ich habe vollstes Vertrauen in seine Fähigkeiten. Der hat auch so schon Probleme gehabt. Ne, nur beim Runterfahren. Nee, beim Hochfahren da bei der Station, bei dieser Rampe. Ja, weil er da so übelst schnell den Berg runterfährt. Aber ich glaube, mein Respawn funktioniert schon wieder nicht. Ja, dann machen wir das irgendwann anders weiter. Das Ja, machst du machen jetzt wir schon. das nächste Mal. Ach,